Wer in den vergangenen Tagen durch Otterwisch reiste, war auf jedem Meter mit der Festwoche zum 750-jährigen Bestehen des Ortes konfrontiert. Ob Otti oder andere, alle begrüßten die Durchreisenden und Gäste. Viel hatte sich das Festkomitee mit dem schmalen Finanzrahmen einfallen lassen, um die 750-Jahr-Feier zu einem Erfolg zu führen. Eine Ausstellung zeigte die letzten 100 Jahre Otterwischer Geschichte mit Exponaten. Da wurde mit einem Modell eines Hindernisses beispielsweise an das Springreiten auf dem Reitplatz erinnert. Das sowjetische Militärjagdgebiet Otterwisch war dagegen eher nicht so bekannt. Neben trefflichen Trophäen vom Rehbock, Schwarzwild und Dammhirsch war damals schon der Waschbär in der Otterwischer Flur anzutreffen. Und dann der Querschnitt der Motorräder, die durch das Dorf knatterten. Ein D-Rad R10 aus dem Jahr 1930 mit einem halben Liter Hubraum brachte es damals auf eine Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h. Das war dann doch eher mutiges Unterfangen auf diesem Gefährt. Die Wanderer 98 war viel weit verbreiteter als das D-Rad. Ein Familienfoto zeigt dieses aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und in der Realität stehen die traurigen Reste des einst so geliebten Familienfahrzeuges. Natürlich sind auch die Vertreter der 70er und 80er Jahre in Einzelstücken vorhanden. Und wie zum Beweis steht eine EMW mit einem Seitenwagen, der in Leipzig gefertigt wurde, als Arbeitstier vor der Halle. Man kann es kaum glauben, dass man vor einem Vierteljahrhundert mit diesem Plakat zur 725-Jahr-Feier des Ortes eingeladen hatte. Ist das wirklich erst 25 Jahre her? Wir verlassen die Ausstellung und wenden uns der großen Wiese hinter dem Otterwischer Schloss zu. Ein kleines Plakat lädt zum Picknick in Weiß ein. Und die Gäste strömten langsam, aber kontinuierlich auf das Grün. Einige kamen mit dem Oldtimer-Motorrad, die meisten aber zu Fuß. Schnell ist das Grün dem Weiß oder dem Bunt der Tischdecken gewichen und es wurde aufgetafelt und genossen. Leider ging die klassische Musik im allgemeinen Geräuschpegel etwas unter. Dafür wurde aber ein kräftiger Toast auf die 750 Jahre ausgebracht. In unmittelbarer Nähe des Picknicks in Weiß wurde eine Ballonfahrt vorbereitet. Mit sicheren Griffen erfolgte der Aufbau und die Hülle wurde mit Luft gefüllt. Die Anteilnahme am Ereignis war groß, die Neugierde noch größer. Nach dem ersten Brennerzünden füllte sich der Ballon mit heißer Luft. Der Zustieg der Mitfahrer war schnell erledigt und schon hob das Luftfahrzeug lautlos im Wechsel mit Brennergeräuschen vom Boden ab. Ein Schauspiel für die Gäste auf der Schlosswiese. Ein zweiter Ballon wurde lediglich mit Luft gefüllt und konnte von den Besuchern betreten werden. Damit bekam man eine Vorstellung, welch einen riesigen Inhalt ein solcher Ballon hat. Auf dem schon erwähnten Reitplatz war der Aufbau des Handwerkermarktes für das Wochenende voll im Gange. Im Hintergrund konnte man schon den Soundcheck für die abendliche Disco wahrnehmen. Die Otterwischer feierten ihr 750-jähriges Bestehen und zeigten, dass der ländliche Raum viel zu bieten hat. Nämlich viel Engagement, Herzlichkeit und Zusammengehörigkeit.